MobilTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen aus Norditalien vom Konkurs der Eleganz, wo wir den BMW Targa für euch präsentieren. Jahr für Jahr nutzt BMW den Konkurs der Eleganz, der im Park der am Comersee gelegenen Villa d'Este stattfindet, um feierlich eine Konzeptstudie zu enthüllen. So auch diesmal in illustrer Umgebung, debütiert in Norditalien mit dem Konzept Skytop die Studie eines luxuriösen Tages, der optisch einige Ikonen aus der BMW-Historie zitiert. Allen voran den Z8 und den 503er. Die technische Basis liefert allerdings der aktuelle BMW 8er, der auch die Dimensionen vorgibt. Der BMW Konzept Skytop ist 5 Meter lang mit ausgeklappten Spiegeln, 2,20 Meter breit und 1,30 Meter hoch. Der Innenraum, das Interieur des Konzept Skytop staffiert BMW mit dunklem, rotbraunem Leder aus, das sich auf den Sportsitzen und an den Türtafeln perforiert zeigt. Die Mittelkonsolen beherbergt BMW typisch einen Kristall-Wählhebel, eine Drehdrücksteller und weitere Tasten. Das Instrumentendisplay wird von einer Haube beschirmt. Der zentrale Infotainment-Touchscreen thront davon abgesetzt über die Mittelkonsole, das typische 8er Layout eben. Einzelne technische Komponenten wie die Lautsprecher sitzen versteckt hinter dem performierten Leder. Als Gimmick befindet sich in den Kopfstützen transparent Schilder mit BMW-Schriftzug. Statt weitere Sitze gibt es im Front Haken, die Taschen oder Jacken aufnehmen. Über den Antrieb verrät BMW bisher nicht viel. Das unter der Motorhaube des Konzept Skytop der derzeitige leistungsstärkste V8-Motor mit Antriebsportfolio vom BMW sitzt. Falls das die waschechten Antriebsquellen der BMW M GmbH einschließt, wovon wir ausgehen, dürfte es sich dabei um den 4,4 Liter Biturbo V8 mit dem M8 Competition handeln, der 625 PS leistet und auf einen maximalen Drehmoment von 750 Newtonmeter kommt. Deutlich schwächer wäre die gezähmte Variante dieses Motors aus dem BMW 850 xDrive, die sich mit 530 PS begnügt. Doch hierbei handelt es sich ja ebenfalls um einen M-Motor, behauptet zumindest BMW Marketing und PR-Abteilung. Die Serienchancen, die große Frage, lautet nun natürlich, plant BMW die Konzept Skytop tatsächlich auf den Markt zu bringen? Der Hersteller ließ sich vor der Konkurs der Eleganz die Türe für eine limitierte und sehr kleine Serie explizit offen. Während der Veranstaltung präsentiert Konzeptdesignchef Adrian van Hüdung im Gespräch mit dem Fachmagazin Automotive News, dass 2026 tatsächlich eine Kleinserie von 20 bis 25 Autos folgen könnte. Das Außendesign optisch wirkt das BMW Konzept Skytop recht seriennahe. Die Front steckt sich im Shark Nose Style weit nach vorne, wobei jede Hälfte der Doppelniere von einem dünnen Lichtstreifen eingegrenzt wird. Daneben siedeln sich enge zusammengekniffene Scheinwerferaugen mit LED-Tagfahrlicht-Lichtstrichen an, darunter üppige dimensionierte Lufteinlässe in der Frontschürze. Die Motorhaube weist große Lufteinlässe auf. In der Seitenansicht zeigt sich die Targa-Studie weitgehend schnörkellos und verzichtet auf allzu viele Kanten und Sicken. Auf den Türbrüstungen finden sich klassische Außenspiegel und an den hinteren Türkanten ein kleines Winglet, das alles aerodynamische Hilfe und dank Fingersensor als Türöffner dient. Dahinter gibt es ein kleines Dreieckfenster, das wie der traditionelle BMW Hofmeisterknick auf Höhe der Schulterlinie nach hinten ansteigt. Zwischen den oberen Windschutzscheibenrahmen und den Überrollbügel spannt sich ein knappes und abnehmbares Targa-Dach über das Interieur, dessen zwei mit Leder bezogenen Dachschalen im Gepäckraum verstaut werden. Die 20 Zoll Räder präsentieren jeweils 12 etwa dickere und dazwischen viel filigrane Speichen. Im Zentrum sind die flächig gestaltet, wobei die Radmuttern verdeckt sind. Das Heck des BMW Konzept Skytop präsentiert sich großflächig geschlossen im Boat-Teil-Stil. Ungewöhnlich ist der Handarbeit erzeugte Farbverlauf auf der Heckpartie, der im Bereich des belederten Überrollbügels mit senkrechten stehenden, niedrigen und vollständig versenkbaren Heckscheibe die Interieurfarbe aufgreift. Diese überführt er in die Chrom-Shadow-Lackierung der Karosserie, die BMW ein gedecktes Silber nennt. Unterhalb der scharfen Abrisskante sitzen extrem dünne Rückleuchten, die nur im äußeren Bereich zwei LED-Lichtleisten aufweisen. Ein wunderschönes Fahrzeug. Wir sind gespannt, wird BMW diesen Targa
in Serie bringen oder gibt es nur eine kleine Stückzahl oder vermutlich, wie wir meinen, keine?